Der auch denkt, er wäre toll. Wie viel AP haben wir? Oh! Oh, ja, ja. Hua! Hua! So, und damit herzlich willkommen zurück zu Caven Kings Beta Let's Test und sowas alles. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Mit dem Rex sind wir da durch die Dungeons durch, haben uns ein bisschen blamiert und ja, ich denke, wir legen einfach mal los. Ich habe ja gesagt, wir nehmen jetzt Jack, Jackie Boy. Wir haben 100 HP, wie ihr seht, und ja, eigentlich hat sich nichts geändert, außer die HP, die wir haben. Und dass wir kein Lifesteal haben. Also diesmal... Oh, geil! Diesmal sind wir halt darauf... Ja, wir müssen darauf hoffen, dass die Gegner live droppen. Also heal. Diese Waffe, Leute, also ich bin schon mal so weit gekommen, oder ich habe halt die goldene Säge fallen gelassen. Also diese Waffe, ihr seht ja, lässt so eine Säge fallen und die rollt auch noch und macht Damage auf dem, also auf dem Punkt, wo sie halt liegt, ne? Und die goldene davon, sehr, sehr geil, übrigens freue ich mich, dass ich die jetzt gerade habe, droppt einfach gleichzeitig zwei und droppt einfach gleichzeitig zwei. So, das war's. Nicht eine, sondern zwei. Coole Sache, oder? Coole Sache. Mich freut das gerade sehr. Ich liebe diese Waffe übrigens. Also es ist eine meiner zwei Lieblingswaffen. Oh man, die ganzen Kristalle, die da oben sind, will ich haben. Mit der Kiste, also mit dieser Waffe könnten wir es vielleicht in diesem Video ein bisschen weiter schaffen als im letzten. Also, oh mein Gott, nein, lass mich in Frieden leben. Ihr Scheißwürmer, ich hasse das, wenn die zuerst da sind. Ich weiß gar nicht, was die Entwickler sich dabei denken. Guckt euch das doch mal an. Nee, fuck, ich hasse diese Würmer. Oh, scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Diese drei Würmer, sechs... Also ich kann schon nicht zählen, so vor Aufregung. Wir sind gerade mal... Ich lobpreise diese verdammte Waffe gerade bis sonst wo, ne? Und dann kommen diese scheiß sechs Würmer. Ist das denn wirklich wahr? Ah, sofort, Jack, komm. Jack, zeig mir, was du kannst, Jack. Jack, 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 Jack. Ugh. Dieses Butler-Item hasse ich schon wie die Pest. Ich kann es nicht ab. Leute, ich kann es nicht ab. Ich weiß nicht, warum. Oh, muss das sein? Könnten wir nicht vielleicht irgendwie... Also mit so einer anderen Waffe? Oha. Eigentlich können wir aus dieser Stage auch schon wieder raus. Das ist eigentlich schon uncool. Mit so einer anderen Waffe, Leute, gibt es... da verschießt du so kleine Bohrer und die bohren sich dann überall durch. Und die hat halt High Range, beziehungsweise geht durch die ganze Map. Und ist halt mega cool eigentlich. Und ja, wir kriegen wir den übelsten Crap. Also für die Videos, die ich hier mache, habe ich echt beschissene Runs abgekriegt, glaube ich. Wir können uns hier auch gleich wieder verkrümeln. Es lohnt sich nicht da zu bleiben und irgendwie darauf zu hoffen, 1000 Gold zusammenzufahren, weil wir 280 haben, Mann. Leckerlich, leckerlich. Ah, Mann. Jack, ey, jetzt Jackass. Beweise mir, dass du Balls hast. Wir haben genau 330 Gold. Würmer! Die sterben, du Scheißwurm! Das Geile an den Würmern ist doch schon cool gemacht, dass halt, die sterben nur, wenn der Kopf weg ist. Du kannst halt deren ganzen restlichen Teile wegknallen, sie bleiben da. Sie bleiben einfach da, wo sie sind. Putz! Okay, kommt, 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 hupam! Habt ihr das gesehen, meine Freunde? Das kann man halt auch mal, putz! Okay, 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 was geht hier ab? So. Wir haben 400... Huja! 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 So. Wir haben 459 Gold. Das ist doch... Oh mein Gott! Oi! Ja, mit der Shotgun gebe ich euch. Und was das Item macht, seht ihr ja. Damage around me. Und diese ganzen mistigen Würmer und sowas alles zu schlachten, die hier ankommen. Mit der Shotgun gebe ich den ins Gesicht. Das Dumme ist, wir haben nur 600 Gold. Das ist ziemlich wenig. Oh! Mann, ich habe schon wieder vergessen, dass wir Dings haben, ne? Dass wir die Shotgun haben und habe schon wieder aus Melee-Range auf so einen Stein geschossen. Gott sei Dank haben wir 115 HP, meine Freunde. Also das ist schon relativ viel. Oh mein Gott, die Dinger fangen da oben schon wieder an zu spammen und so. Ihr hört das ja, ne? Brauche ich ja nicht zu beschreiben. Fuck, ey. Wir haben einfach schon wieder in der zweiten Stage nicht mal genug Gold, um irgendeine Kiste zu öffnen. Obwohl wir zwei Kisten hier haben. Wenigstens sind wir schon mal Level
Welches Level sind... Oh, geile Sache. Was ist da los? Jetzt kriegen wir aber Kohle ohne Ende. Hier sind einfach mal zwei... Geh weg, Wurm des Todes. Hier sind einfach mal zwei eiserne Kisten und das ist mega viel Geld. Und noch eine Holzkiste hier. Mensch, jetzt werden wir aber hier zugebombt mit Kohle. Und ihr sterbt. Ihr seid einfach nur Augen. Ihr könnt gar nicht leben. Das sind, die sind wirklich halt nur Augen, ne? Die heißen Eye-Kids. Augenkinder. Das sind die Kinder von Augen, die sich anscheinend vermehrt haben, was ziemlich lächerlich ist. Lächerlich! Ich becher mich weg! Boah, gib mal Hau raus! Okay. Okay. Ich bin der Meinung, wir sollten uns verkrümeln. Hier sind keine Kisten. Wir haben so viel Cash gemacht in der letzten Runde. Also in der Stage jetzt eben gerade. Und keine... Oh, mein Freund! So, okay. Oh. Oh, 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 Stein! Der Stein stirbt nicht im One-Hit daran. Utz. Utz. Oh, shit. TNT wurde ausgelöst. TNT! Die geben aber ordentlich Kohle, ey. So, aber jetzt öffne ich dich erstmal. Unser erstes Upgrade und gleich ein sehr tolles. Und zwar der Skull-Dings. Habt ihr ja gesehen. Und zwar gibt er uns einen Laserpointer. Das heißt, wir können besser zielen, was uns mit dieser Waffe natürlich besonders viel bringt. Ah, Mann. Ist doch beknackt. Wirklich nur Scheiße. Was war das für ein Sound? Echt, also meine YouTube-Runs sind verflucht. So, noch ein Update. Oh, ein Triple Jump. Den kann man doch schon mal besser gebrauchen als diesen Lay... Oh, schön. Ich weiß nicht genau, was das bringt, dass es jetzt Stufe 2 ist, aber es ist Stufe 2, Leute. Schlecht kann es nicht sein. Bam. Ich glaube, hier bleiben wir erstmal, bis das Ding von oben kommt und uns abmurksen will. Denn hier kommen die Golems hergelatscht und wir können geil Geld farmen. Von Geld kann man nämlich nicht genug haben. Also ihr habt ja eben gesehen, die Stage... wo wir kein Geld hatten, zwei Kisten. Die nächste, wo wir übelst viel Geld hatten, also 2000, war keine Kiste da. Außerdem droppen die auch noch schöne Items. Wunderbar. Also diese Stage hat sich wieder für uns gelohnt. Wir haben jetzt Life-Rack. Und Life-Rack ist mit diesem Charakter, der natürlich keinen Life-Steal hat, so wie unsere kleine Exe-Rex. Ist natürlich sehr, sehr geil. Okay, wir hauen ab, Leute. Wir hauen ab. Das ist... Also ich habe gelernt, echt nichts Risky-mäßiges mehr zu tun in diesem Spiel, weil dann hast du verschissen. Keine Ahnung. Du verkackst so schnell. Oh, fuck. Unser ganzes Geld. Ah, das ist ein Typ, der macht übelst viel Damage. Ich wollte noch gar nicht runterspringen, da war noch so viel Geld und alles. Oh, also ich weiß nicht, was genau, warum die so ein grünes Horn genommen haben dafür, aber es gibt uns Attack Speed. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie überhaupt gar nicht auf ein grünes Horn komme, wenn ich an eine Attack-Speed denke. Oh, okay, okay, Bros. Oh Mann, wie wir die mit der Shotgun wieder instant umgenockt haben. Wenn wir auf die gefallen wären, hätten wir richtig viel Damage geschluckt. Und wir haben schon Stufe 3 von dem Ding. Erhöht das den Damage? Das wäre natürlich very schnieke, meine Freunde. Und das ist auch wieder ein extra starker Golem-Steintyp. Was nicht witzig ist, denn... Oh, der explodiert. Okay, okay. Alles chillig, Bro. Oh, hier wird es jetzt Geld regnen, meine Freunde. Oh, das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Und wir können uns ein bisschen schneller vorwärts bewegen, um auch noch das ganze restliche Geld aufzusammeln. Und jetzt müssen wir flüchten. So. Oh, gleich eine schicke Kiste. Und was haben wir? Wunderbar, das Item schon einfach viermal. Wie geil. Also, das ist jetzt Ironie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das geil ist, weil... Und gleich die zweite Kiste öffnen. Und wir haben Phönix-Feder. Das ist, wie ihr seht, Feuer auf dem Boden. Da, wo wir langlaufen, ist es einfach feurig. Und das macht natürlich Damage an den Gegnern. Vollkommen klar. Wäre auch sinnfrei, wenn es irgendwie mir Damage machen würde und den Gegnern nicht. Am besten noch die Gegner heilen. Oh, ich bin behindert. Warum mache ich das denn? Komm schon, flieg! Flieg! Ja, so ist es richtig. Habt ihr gesehen, was ich schon wieder gemacht habe? Ich näher mich der Wand. Was mache ich? Ich schieße. Ah. Oh, schön. Mal ein Item. So, wir könnten uns jetzt aber auch von hier verkriechen. Diese Stage bietet uns eigentlich nichts mehr. Keine Kisten, gar nicht, Leute, gar nicht. Ich rede wie verrückt. Ich rede wie verrückt, Leute. Ist das gut oder ist das schlecht? Habe ich irgendwie... Fühle ich mich einsam? Dass ich so viel rede bei so einem Spiel? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Okay, wir haben wieder den Boxsack aufgesammelt. Der ist natürlich cool. Der passt ein bisschen dazu. Ich hasse das. Also, Leute, jetzt müssen wir halt...
Wir müssen das hier wegknallen, den Boden, ja. Und müssen Mobs mit Schlüsseln. Haha, da seid ihr. Und zwar müssen die entweder genau darauf sterben, dann löst es sich schon aus, oder wir müssen den Schlüssel nehmen und den dann halt, ne? Ihr wisst schon. Oh, fuck. Vielleicht sollte ich mich... Alter, die Shotgun macht einen Damage. Was ist da los? Langsam gefällt mir diese Waffe. Habe ich das letztes Mal schon gesagt und bin dann voll reingekackt. Ich glaube schon. Ey, wir haben schon 150 HP. Dann überleben wir auch den größten Bossfight. Na, wenn ich das jetzt schon sage, dann kriege ich da aufs Maul, glaube ich. Oh, shit, Stein. So, erstmal die Kiste öffnen. Oh, wir haben ein Auge. Das heißt Melee Attacks. Sowas reduziert jetzt die Armor von Gegner. Und damit machen wir natürlich dann mit unseren Melee-Attacks noch mehr Damage. Oh, shit. Oh, yeah. Oh, yeah. Habt ihr das gesehen? Was für ein Move? Was für ein Move? Move like Jagger. You gotta move like Jagger. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ansonsten würdet ihr jetzt einen wahren Ohrenschmaus erleben. Ich dachte gerade, diese Klinge mit Rotzen sitzt übelst um, die da gerade auf uns gefallen ist, aber... Zolls, dieser Run ist gut, dieser Run ist gut. Vielleicht schlage ich Rekorde. Wir müssen flüchten. Blub. Mir ist aufgefallen, wir waren noch in keiner Wasserstage. Au! Oh, nee, 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 das lassen wir jetzt einfach mal. Dieses Dorn da auf dem Boden machen uns halt... Oh, Attack Speed. Machen uns halt auch übelsten Damage. Da wir... Oh, fuck! Und da wir halt in dieser Wasserstage so behindert rum. In dieser Ice-Stage so behindert rum. Ja, ihr wisst schon. Ich habe ja eigentlich schon alles gesagt. Ja. Ich finde das Wort nicht, weil ich mich hier konzentriere. Oh. Oh. Ich habe euch schon gesagt, dass ich dieses Buddler-Werkzeug megast hasse. Okay. Und Attack Speed. Geile Sache. Also geil, weiß ich auch nicht. Wir gucken einfach. Also mit Shotgun Attack Speed könnte geil werden. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich bin mir allgemein noch nicht so sicher, was ich von... Oh, geil. Das haben wir jetzt gebraucht. Ein bisschen Heal. Ich bin mir allgemein noch nicht so sicher, was ich von der Shotgun halten soll. Wir waren da noch nicht beim Bossfight. Ich war noch nie beim Bossfight mit der Shotgun. Ich bin eigentlich mal vorher reingeschissen. Ey, wenn ich jetzt irgendwie richtig dumm sterbe, rege ich mich mega auf, ne? Wir haben 5000 Gold. Aha! Aha! Haha! Und so. Seht ihr diesen Bosswurm? Er denkt, er wäre toll. Und seht ihr diesen kleinen Wurm? Der auch denkt, er wäre toll. Wie viel HP haben wir? Oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 fuck! Er ist direkt durch uns durch. Das ist nicht wahr. Scheiße. Wir hätten es schaffen können, glaube ich. Wir hätten es schaffen können. Was geil ist, diese Segen und sowas, ne? Dann, die flutschen immer durch den ganzen Wurm durch und machen ihn auf kompletter Länge Damage oder so. Aber diese Shotgun ist halt, ja... Scheiße, ey. Scheiße. War ein schöner Run. War ein schöner Run. 1898 Kills, 7476 Meter tief und Level 12 erreicht. Ziemlich viele Power-Ups. Ja, was soll ich sagen? War ein schönes Ding. Ein schöner Run mit Jack. Sah am Anfang gar nicht so aus, aber man konnte sich's am nächsten, also dann am Ende doch tun. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Test Cavern Kings. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Diesmal waren wir mit Jax und Jack unterwegs. Mit Jax wäre natürlich auch Schnieke. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder und ich denke, dass morgen beim Let's Test Cavern Kings einfach mal der Chewbacca dran ist. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Auf jeden Fall war es im Brawler-Style. Also der Typ hatte ja irgendwie ja, Attack Speed umso weniger HP er hatte. Keine Ahnung, das werde ich euch einfach mal beim nächsten Mal sagen und dann gebe ich auch mal meine eigene Meinung zu diesem Spiel ab, wie ich es so allgemein finde. Ich hoffe, ihr seid dann einfach morgen wieder am Start. Haut rein und bis zum nächsten Mal.